Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung-Panorama. Am heutigen Heiligen Abend haben wir ein Weihnachtsspecial für euch parat gemacht. Nämlich, wir haben Berufe besucht, die während der Festtage arbeiten. Und drei Redaktoren haben sich mit einem Selbstversuch ein Geschenk gemacht. Die Mehrheit der Leute verbringt Festtage am liebsten im privaten kleinen Kreis. Aber nicht alle können über Weihnachten einfach feiern. Für viele Unternehmen sind die Tage vor Weihnachten und die Weihnachten selber die umsatzstärksten Tage. Und systemrelevante Betriebe können auch nicht einfach aufhören zu arbeiten. Sie müssen schauen, dass alles weiterläuft. Wir haben in ein paar so Betriebe hineingeschaut und geschaut, wie sich die Arbeit über die Festtage gestalten und geben euch hier einen kleinen Einblick. Mein Name ist Michel Kreuchi. Ich arbeite in der regionalen Einsatzzentrale in Thun. Ich bin als Einsatzdisponent tätig. Das ist die Notrufzentrale vom Berner Oberland. Und wir nehmen Notrufe entgegen und die Notrufe bearbeiten. Notrufzentrale, Kreuchi? Ja, das sind vorwiegend Notrufe 117, 118 und 112. Das sind Bürger, die in Not sind. Die rufen uns an. Wir machen eine Lagebeurteilung und schicken nachher entsprechend Mittel zum entsprechenden Einsatzort. Es kommt auf die Witterungsverhältnisse, Strassenverhältnisse drauf an, an den Festtagen. Und das kann sein, dass man ein grosses Ereignis hat oder dass alles in ruhigen Bahnen verläuft. Teilweise hat man lediglich in Anführungszeichen Tagesgeschäft, das man bearbeitet. Und kurz darauf kommt ein grosses Ereignis rein. Und dann tut man das entsprechend abarbeiten, auch mit unseren Partnerorganisationen wie die Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Rega etc. Also, Weihnachtsstimmung kommt in dem Sinne auf, dass wir eine Weihnachtsdekoration aufgehängt haben bei uns. Das haben zwei Mitarbeiterinnen gemacht. Und wir haben auch eine Art Adventskalender mit süßen Versuchungen drin. Und da kann jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin ab und zu profitieren. Ja, also als Familienvater ist jetzt das sicher ein Nachteil, über die Festtage zu arbeiten. Aber seit ich bei der Polizei bin, kenne ich nichts anderes und das gehört dazu. Aber wir sind im Schichtdienst und dann bräuchte es einem ab und zu am Silvester, die Weihnachtstage, andere Feiertage. Ich kenne nichts anderes seit Jahren. Susi Heiniger, Weihnachten im Altersheim, geht das zu Corona-Zeiten? Es geht einfach angepasst, viel im einfacheren Rahmen. Wir probieren zu machen, was einfach im Moment geht und sind gespannt, ob uns Massnahmen nicht noch mehr einschränken. Wie nehmen die Heimbewohner die Vorweihnachts- und die Weihnachtszeit wahr? Ich denke, sie sind, ja, es bedeutet ihnen etwas, dass wir zusammen Geschichten vorlesen. Singen dürfen wir leider nicht zusammen, das ist nicht möglich. Aber ich denke, sie nehmen auch so viele kleine Sachen wahr. Und auch Besuche, die kommen, ja. Es geht vielleicht im kleineren Rahmen zu und her, aber darum nicht weniger intensiv. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel die Ausflüge, wenn man von früher eine Gar bestellt hat, ein Restaurant reserviert hat und hat man mit den Leuten einen Ausflug gemacht. Wir sind darauf gekommen in dieser Corona-Zeit, dass wir eben kleinere Ausflüge machen mit weniger Leuten, einfach unser Büsschen laden, dass es gar nicht so wichtig ist, irgendjemand ein feines Zvieri haben, weil das hat man ja da, dass es viel schöner ist, mal zusammen nicht herzufahren, an See zu sitzen, am Brienzer See ein Picknick zu nehmen oder auf Gummenalp raufzugehen mit einem Büsschen voll Leuten. Das sind ganz andere Qualitäten, die vielleicht die Leute sogar mehr haben, als wenn wir da so grosse Aktionen machen. Das Wort von der Heimleitung an all die Angehörigen, die nicht dürfen besuchen. Ich hoffe natürlich, dass sie das Jahr dürfen, aber wir können euch einfach sagen, unsere Leute hier haben lange Zeit nach euch Angehörigen. Einsam sind sie nicht, weil wirklich unsere Mitarbeiter wirklich zu ihnen schauen und auch schön haben mit ihnen.
Ich bin Angela. Ich bin seit etwa 6 Jahren Skilehrerin hier in Schönried und unterrichte vom kleinsten Anfänger bis zu den Erwachsenen eigentlich alle. Was ist denn so das Schöne, an einer Skischule zu gehen? Man ist draussen, man ist mit vielen verschiedenen Leuten zusammen, hier aus aller Welt. Und das macht jeden Tag sehr abwechslungsreich und anders. Du machst immer die ganze Saison und über die Festtage bist du euch on the road. Ist das anders zu arbeiten anstatt zu in der Saison? Es ist sicher speziell in der Weihnachtszeit oder in der Neujahrszeit. Die Leute sind in den Ferien, sie sind sicher ruhiger, sie sind aufgestellt. Und die Kinder sind manchmal auch ziemlich nervös um die Weihnachtszeit, weil sie nicht wissen, was da am Abend ein Päckchen ist. Das heisst, du müsstest noch mehr arbeiten, als ich probiere zu päckeln. Ja, genau. Zu Weihnachten haben sich unsere Redaktorinnen und Redaktoren selber ein Geschenk gemacht und haben Sachen ausprobiert, die sie bis jetzt noch nicht kennt. Das hat ihnen Einblick in ganz neue Welten und ganz neue Erfahrungen gebracht. An diesen Erfahrungen wollen wir euch natürlich teilhaben. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuschauen. Das ist auch noch hart, wenn man so einen ganzen Tag auf so einem Bike-Waren umführt, vom Lerchenfeld ins Gwatt, von der Stadt auf Steffisburg und wieder zurück. Habe ich mir schon manchmal überlegt, wie haltet man das aus? Zuerst muss der melden, gut, oder? Der von oben muss jetzt mir jetzt schon mit Zocken geben. Ich gebe dir. Und dann musst du knöpfen. Ja, das ist gut. Ich bin verstanden. Gell? 3, 1, go. Hä? Die nächsten 4 Sekunden. Sehr gut. Ja. Jetzt hast du 20 Sekunden Zeit. Ich bin ein ausgesprochener Gefrierli und ich kann mir es nicht vorstellen, dass man hier 8 Stunden in dieser Kälte herumfahren kann, wie heute zum Beispiel bei minus 5 Grad. Darum habe ich das gerade selber mal ausprobiert. Ich bin heute am 22. Dezember mit den Collectors mitgefahren. Collectors bietet das Integrationsprogramm an, in Form von Beschäftigungsprogramm für sozial Schwächere und Zerege, die zum Beispiel ausgesteuert sind. Der eine Zweig ist ein Recyclingdienst, also dass Recyclingwaren wie Glas und Plastik und Karton abgeholt werden daheim und dann entsorgt werden. Und das andere ist ein Hauslieferdienst, wo man sich Einkäufe von der Stadt zum Beispiel heimbringen kann. So, ich habe dir die Kasse übernommen, aber es ist nie mehr gekommen. Hätte ich dir das geregelt, gell? Das wäre doch die Freifahrt gegeben für alle. Nein. Das wäre auch nicht das Problem. Die ersten Jahre hatten wir noch keine Billettautomaten gehabt, draussen. Haben wir noch geknipselt. Ah, alles. Okay, ja. Und dann hat er das in der Zeit, als ich angesehen, die Billettautomaten gegeben. Und das haben ganz viele Leute schon gefunden. Dass man nicht mehr dort steht, redet, knipst. Oder? Weil es ist, der an der Kasse hat nicht meistens viel Zeit, mit ihnen zu reden. Ja, klar. Der am Anbügeln auch nicht. Aber der Billi geknipst, der hat natürlich Zeit gehabt, mit den Leuten zu reden. Ja, ein bisschen Dorf aus. Das war echt schon noch schön gewesen, dann. Als Kind immer speziell, das Kärtchen her, Knips, gute genau. Fahrte. Ja, das war schön gewesen, stimmt. Das haben viele Leute nachher gesagt, das sei schade. So. Ja. Aber die nächsten 20 Jahre würden wir die auch noch hier sehen. Ja, das glaube ich nicht. Achtung, go! Hä?
ziehen und starten. Hey, ist das weg gemacht? Oh Gott. Hey, schnuppen. Geil, ist das? Box, ja. Ich Box, ja. So. Hey, noch ein bisschen raus. Ja, so, ja. Und jetzt. Jetzt kommt er wieder zu mir. Ja, das ist ja gnadenlos. Das war es schon wieder von der heutigen Sendung. Ich wünsche euch jetzt den ganzen geruhsamen und schönen Heiligen Abend und morgen eine schöne Weihnachten. Gerade im Anschluss seht ihr auch noch, wie das Wetter an der Weihnachten ist. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Am Heiligabend, am 24. Dezember, ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dicke Wolken sind heute über den Himmel hineingezogen. Es hat nur wenig Sonne gegeben. Und an diese dicken Wolken müssen wir uns noch ein bisschen gewöhnen in den nächsten Tagen. Wir liegen hier am Weihnachtswochenende in dieser straffen westlichen bis südwestlichen Höhenströmung. Und da wird eben vom Atlantik her die fürchte allerdings auch ziemlich milde Luft zu uns in den Alpenraum transportiert. Morgen am Weihnachtstag, am Vormittag, ist es wechselnd bewölkt. Es gibt ein bisschen Sonne zwischen den Wolken und nur selten Regenspritzer. Aber die Wolken sind doch auch ziemlich dicht und am Nachmittag geht es dann meistens stark bewölkt weiter. Vereinzelt gibt es ein bisschen Regen und Schnee leider erst ab 1500 bis 1800 Meter. Wir sehen hier Temperaturen zwischen etwa 4 und 6 Grad. Am Nachmittag. Es geht dann auch unbeständig weiter in den nächsten Tagen, am Stephanstag und weit in die kommende Woche hinein. Oft ist es bewölkt, die Sonne zeigt sich nur selten und es kommt auch immer wieder regnen. Die Höchsttemperaturen weiterhin bei rund 4 bis 7 Grad und auch die Schneefallgrenze wird meistens auf etwa 1300 bis knapp 2000 Meter liegen. Also es wird immer wieder nass in den nächsten Tagen, meine Damen und Herren. Das Hochdruckgebiet könnte sich dann aber wieder aufbauen auf den Jahreswechsel her. Ob das dann so ist, das erfahren Sie natürlich da, laufend hier im Wetter-Update. Ich wünsche jetzt zuerst mal ganz schöne Weihnachten. Geniessen Sie die ruhige Zeit. Auf Wiedersehen und bis bald.